Hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Unboxing-Video zu meiner neuesten Hardware, die ich ja in letzter Zeit ganz gerne immer mal mache. Einfach weil wegen den Gründen und einfach mal für, ja, damit ihr mal seht, was so drin ist, was so an Zubehör dabei ist und so weiter und so fort. Ja, hier wie gesagt zu der Kenley Mini X, also der neueren von den beiden, die im Vergleich zum Vorgängermodell einige Verbesserungen hat, wie zum Beispiel verbessertes Chassis, verbesserte Tonaufnahme, Rauschunterdrückung und so weiter und so fort. Und noch ein paar anderen Sachen, auf die wir jetzt gerade gar nicht eingehen wollen. Da kann man sich besser noch irgendwelche ja, Vergleichsdinger oder sowas angucken. Auf jeden Fall erstmal einmal reingeguckt, und als erstes fehlt mir natürlich wieder relativ viel Papierkram. Wie immer. Gut zum Rauchen oder Kamin anzünden oder sonst irgendwas. Natürlich noch mehr. Noch mehr. Kommen wir zum eigentlich Wichtigen. Das wichtigste Teil überhaupt. Die Handschlaufe. Ohne die, also eigentlich den Rest können wir wegschmeißen. Eigentlich brauchen wir nur die Handschlaufe. Ich habe mir das Ding nur für die Handschlaufe bestellt. So, dann natürlich noch weiter ein Akkumulator. Zumindest hoffe ich, dass es das ist. Was hat der? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es jetzt gerade nicht lesen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Spielt ein bisschen sehr. Und stellt vor allem auch nicht scharf. 1910 mAh könnte also besser sein, aber es reicht auf jeden Fall. Genau, das ist übrigens auch die Laufzeit, wurde im Vergleich zum Vorgängermodell drastisch erhöht. Ich glaube, von einer Stunde Aufnahmezeit auf 5 Stunden oder sowas. Ja, gucken wir einfach weiter. Wir haben ein USB auf Mini-USB-Kabel. Wir haben ein Dingsbums. Wie heißt das Ding noch gleich, Ela? Ding. Zum Strom anschließen. Wie heißt es zum Runterreduzieren? Ich komme jetzt gerade nicht auf den blöden Kacknamen. Das gibt's doch nicht. Trafo. Danke. Ja, das passende zweite Kabel dazu. Und natürlich das Gerät an sich in Le Carton. Was hoffentlich einwandfrei aussieht. Ich habe es mir natürlich jetzt diesmal nicht als Neuware, sondern als ja, B-Ware geholt. Und ich packe den Karton mal ganz kurz in die Seite. Ja, ich sehe jetzt erstmal nichts. Läuft, funktioniert, keine Kratzer auf dem Display oder sonst was, generell nirgendwo. Ich muss mich mal ein bisschen damit auseinandersetzen, bevor ich hier dran rumspiele, nicht etwas kaputt mache, dass man das Ding nicht irgendwie kippen oder klappen darf, wenn man. Ah, doch, es klappt. Ah, ich mach's lieber erstmal. Ah, doch, es klappt. Sehr schön. Das Schöne an dem Ding ist ja, dass man es das in beide Richtungen kippen kann. Also sowohl nach vorne, wenn ich nach dahin quasi am Film bin, dass ich dann, ne, zu mir kippe, als auch wenn ich das im Prinzip in meine Richtung halte und es dann auch sehe. Und genau das soll ja eigentlich den Hauptzweck auch erfüllen. Wofür werdet ihr noch früh genug erfahren? Auf jeden Fall hat das Ding bis jetzt sehr gute Rezensionen erhalten. Das Ding wird auch von einigen anderen benutzt. Und ja, im Prinzip sind wir damit auch schon durch. Ich könnte natürlich auch noch ein bisschen die Funktionen angehen, aber ich glaube, dafür müsste ich erstmal den Akku voll machen. Ich denke nicht, dass der voll sein wird. Damit sind wir auch schon wieder bei den Rezensionen. Also ich kann es echt nur jedem empfehlen, dieses die Warehouse-Deals von Amazon, weil hier stand irgendwo drauf, Kratzer an der Oberfläche und an der Vorderseite. Also ich sehe hier wirklich null Kratzer. Erkennen tut man jetzt sowieso gerade im Video auch nicht, aber ich sehe da auch mit dem Auge null Kratzer, nirgendwo, also gar nichts. Und ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal ne, fertig für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, gerne Kommentare da lassen oder auch, falls ihr schon eventuell Erfahrungsberichte vorweisen könnt oder so, auch einfach mal in die Kommentarbox reinschreiben. Ansonsten Däumchen da lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao!